US-Präsident Biden hat Russlands Staatschef Putin in einem Telefonat eindringlich vor einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. Eine Invasion würde großes menschliches Leid verursachen. Folge wäre eine entschlossene Reaktion der USA und ihrer Verbündeten. Einen Durchbruch hat das Gespräch also nicht gebracht, ebenso wenig wie das Telefonat des französischen Staatspräsidenten Macron nur wenige Stunden zuvor. Eine ganze Reihe von Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien, Spanien und Schweden, haben ihre Staatsbürger in der Ukraine aufgefordert, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Die USA haben den Großteil ihres Botschaftspersonals aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew abgezogen. Russland wirft der Ukraine vor, militärische Aktionen gegen den Donbass vorzubereiten, der von prorussischen Separatisten gehalten wird. US-Quellen wiederum streuen unbestätigte Informationen. Russland wolle bereits nächste Woche in der Ukraine einmarschieren. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky besuchte Übungen ukrainische Sicherheitskräfte nahe der von Russland annektierten Krim. Man sei bereit, einer möglichen russischen Invasion zu begegnen. Angebliche Geheimdienstberichte über einen bevorstehenden Angriff würden aber nur Panik verbreiten. Der russische Außenminister sagte dazu, die von den USA und ihren Verbündeten lancierte Propagandakampagne über eine angebliche russische Aggression gegen die Ukraine ist eine Provokation und ermutigt die Kiewer Behörden, eine militärische Lösung des Donbass-Problems in Angriff zu nehmen, so Lavrov. Russland wirft den USA vor, selbst die Kriegsgefahr zu erhöhen.